toll. Genau das braucht man doch bei der Monsterjagd. Schlechte Sicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Nur das hier? Dieser gesamte Planet gefällt mir nicht. Ja, und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich Elderdom zu einem neuen Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Ja, mit dem Zwergfürst. Ich habe zum ersten Mal Kopfhörer drin, während ich ein Let's Play aufnehme. Ich weiß, dass meine Kamera nicht so gut ist, wie es sich durch die Kopfhörer anhört. Zumindest das Endprodukt, das ist nicht so geil wie der Sound, den ich jetzt auf den Ohren habe. Boah, das ist eklig. Ich nehme die Kopfhörer mal wieder raus. Eine Ewigkeit später. Oh, Gasmasken haben wir alle drauf. Auch Chewie. Und wer ist das? Warond Jennig. Okay. Und der hat so einen Stab wie Way. Okay, den schalten wir wahrscheinlich am Ende des Levels frei. Wir sind hier in dem Level Ratharenjagd. Ich habe es am Ende des letzten Parts angekündigt, dass wir diesen Parts heute machen, also das war heute dieser Level spielen. Ich kann nicht aus dem Wasser hüpfen. Nice. Und das ist eine von diesen, die im Story-Modus noch nicht verfügbar sind, aber noch irgendwie dazugehören. Also nicht zum freien Spielmodus, sondern sind so Zwischenlevel, die zwischen Episode 7 und 6 passieren. Wie die Ratharenjagd. Zum Beispiel, die fand wohl kurz vor dem 7. Film statt. Ja, was ich euch noch sagen muss, meine Kamera spielt gerade ein bisschen verrückt, um ein bisschen Real Talk zu haben. Da ist ein bisschen Pufferprobleme. Sind das wohl? Ich habe meine Kamera formatiert und Quatsch, die Kamera habe ich nicht formatiert, aber die SD-Karte habe ich neulich formatiert und dabei ist auch, oh, er hat eine Waffe. Und dabei ist auch die SD-Karte ein bisschen, nun ja. Sterbengang gegangen, will ich jetzt nicht sagen, weil ist sie ja nicht, aber sie unterbricht halt immer einen Takt von 5 bis 6 Minuten und manchmal sind es auch 3 Minuten und dann fehlt halt ein bisschen was vom Film. Also in Tomodachi Life oder so, in solchen Spielen ist das ja in Ordnung, da ist das ja nicht weiter wild, da spreche ich halt die letzte Minute, die ich halt verpasst habe, nochmal ein. Das ist jetzt nicht so, passiert ja nicht sonderlich viel, aber wenn jetzt hier was abbricht und da gerade was passiert ist in der Story, dann jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt irgendwie raus wäre, wäre halt für die Story ein bisschen scheiße. Dann würde die Story ein bisschen, das wäre halt so ein bisschen kacke, wenn dass die Story ein bisschen abschneiden würde. Ja, zum Beispiel jetzt gerade ist das auch schon wieder passiert. Da hatte ich wieder eine halbe Minute Pause zwischen. Musste die Kamera neu starten zum Aufnehmen. Ja, wenn ein Techniker unter euch ist, meine Kamera, die habe ich unten verlinkt in der Kanalbeschreibung. Da sind alle Links drin zu meiner Technik, was ich so alles habe. Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich machen muss, um das zu einzustellen. Ich habe gerade auch irgendwie ein Déjà-vu, als wäre mir das schon mal passiert. Als hätte ich dieses
dieses Level schon mal geschnitten und schon mal aufgenommen. Aber das ist nicht der Fall. Soweit ich weiß, habe ich das hier noch nie. Ich habe doch schon mal gespielt vorher. Ich habe das einmal schon mal durchgespielt, aber nicht mit Kamera. Also komplett ohne Kamera. Aber ich kann mich an einen anstrengenden, schwierigen Schnitt erinnern. Tja, Déjà-vu. Ist das erste Mal, dass ich diesen Level aufnehme als Let's Play. Ach so, ja, und was ich auch noch machen muss, ist die zweimal Münzen einzustellen. So, schon erledigt. Wie komme ich jetzt da hoch? Sag mir einer, wie ich da hochkomme. Muss das jetzt zerstören oder ein Wonders aufbauen oder was ist Fakt? Ah, das ist Fakt. Fakt ist, dass wir da hoch müssen. So, und jetzt, wie es aussieht. Was macht Chewie da hinten? Den haben wir wohl abgehängt. So. Na, dann lassen wir Chewie mal dort hinten rumdümpeln. So, dann hat Han hier das aufgebaut und dann kann hier der Warund hier rüber. Und dann holen wir Chewie her. Den brauchen wir mal. Da oben. Ja, wie gesagt, wenn ich heute ein bisschen blödes labere und ein bisschen Sachen doppelt sage und ein bisschen abgehakt rede und ein paar Sachen irgendwie blöd klingen, wisst ihr, woran es lag? Wisst ihr, woran hat es gelesen? Ja. Es liegt dann daran, dass ich es dann auch beim besten Schnitt nicht mehr hingekriegt habe. Und dass die Aufnahme so blöd war, dass ich es dann... dass das die bestmöglichste Schnittoption war. Also, ihr seht ja immer die beste Schnittmöglichkeit. Also, so wie es mir möglich ist. Also, ich schneide da schon die schlimmen Szenen raus. Also, wenn man da was hakt oder so. Manchmal vergesse ich auch was. Also, wisst Bescheid, wenn ich... wenn ich plötzlich ein Thema nur anschneide und nicht zu Ende führe, kann es daran liegen, dass der Rest des Teils nicht aufgenommen wurde. Das passiert natürlich auch manchmal so in manchen Projekten, aber hier liegt es dann heute nicht an meinem Versagen, sondern an dem Versagen der Technik. Wie geht das, ein Spinnen? Bah, 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 bah. Ich habe keine Spinnenphobie, aber bah. Wie sollte man sich daran hochrangeln? Boah, am Rücken von Spinnen muss ich hochklettern. Bah, schlimme Sache. Den würde ich nicht freiwillig tun. Auch nicht, um Rattaren zu jagen. Och nö, nicht schon wieder. Dein Ernst? An Spinnen hochklettern. Dann machen auch nur die... macht auch nur Han, Chewie und Warund. Ich würde das nicht machen. 7 von 10. Okay, wir laufen hier erstmal durch und dann gucken wir, was wir dann noch für goldene Steine und Minikits sammeln müssen. Da laufen wir dann nochmal später durch. Nicht in diesem Part. Dann machen wir dann auch nochmal freies Spiel. Viel später. Für diese Levels. 8 von 10 Pazifist. Okay. Habe ich das freigeschaltet? Die Marke Pazifist. Die Errungenschaft. So, ja, man Katapult. Sprung. Sprung. Und durch sind wir. Na denn. Oh!
Ja, BB-8 haben wir hier nicht zur Verfügung. Tut mir leid. Verfügung, genau. Ja, die drei Typen haben wir jetzt im letzten Spiel freigeschaltet. Die haben wir freigeschaltet mit Beendigung des letzten Levels. Oh, General Akbar brauchen wir hier noch. Den haben wir leider auch gerade nicht griffbereit. Auch dafür muss ich nochmal hier einen freien Spielmodus vorbeischauen. Das tut mir nicht leid. Das mache ich gerne. Den freien Spielmodus mache ich gerne für euch. So, einmal hier hoch. Was auch immer das bringen soll. So, hier haben wir irgendwas. Das Y. Oh, eine Zielscheibe. Dann ballern wir mal auf die Zielscheibe. Zack. So. Okay, ich weiß nicht, was genau sein Plan ist, aber... ist doch kein guter Plan, den... bestimmt kein guter Plan, den Rataren freizulassen. Und was soll das denn für ein Plan sein? Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Dann muss ich von hier vorne da drauf ziehen. Da oben steht Han. Was, so weit kann er werfen? Wir lassen tatsächlich den Rataren frei. Irgendwann später. So, was nun? Ey, haben wir ihn schon angegriffen. Ich hoffe, es ist ganz drauf auf der Kamera. Die SD-Karte hat wieder abgebrochen. Pufferüberlauf. Techniker, ich brauche euch. Meldet euch. Meine lieben Techniker. Vielleicht weiß da einer was Bescheid. Och, nice am Stiel. Nee, kein am Stiel in der Waffe. So, hau drauf. Fast besiegt. Nice. Der ist K.O. Ja, brüll du nur. Okay, Chewie, wir brauchen jetzt noch zwei von denen. Was? Noch zwei von denen? So enden müsste aber auch. Was, wir haben ihn verraten? Einfach reingeschubst. Ja, das waren schon die zwei Level, die hier zur Verfügung stehen in dem Teil hier, in dem Gerät. Und jetzt haben wir das dort abgeschlossen und das hier. Es stehen noch die zwei hier zur Verfügung. Und da haben wir auch noch nicht die nötigen Teile, da brauchen wir 125 für. Da gehen wir im nächsten Part wieder direkt in den freien Spielmodus und holen wieder goldene Steine. Und das heißt, wenn wir 100% spielen, können wir garantiert noch diese Level hier machen. Da brauchte 87. Dafür auch 87. Was? Wenn ich 87 Steine habe, kann ich die beiden spielen. Die beiden hier. Nice. Ja, ich werde mal kurz gucken, ob ich irgendwie die drei Charaktere freischalten kann, die wir hier freigeschaltet haben. Jo, die müssen wir nicht mehr kaufen. Die haben wir schon. Ja, den... wie heißt er nochmal? Warond Jelik. Haben wir jetzt auch verfügbar. Okidoki. Der hat hier seinen Blaster. Ne, seinen Way-Stab und hier seinen Blaster. Zack, zack, zack. Nice. Der Stab sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus als Ways. Wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, ich glaube doch, ich irre mich komplett. Kann nicht sein. Der unterscheidet sich ein bisschen. Von Ways Stab unterscheidet sich ja nicht.
So, wir haben hier auch noch neue Gefährten freigeschaltet. Ich glaube, den haben wir noch, sind wir noch gar nicht gefahren. Den Falken. Nice. Jo, nice. Da haben wir hier wieder ein Level abgeschlossen. Ich würde mal sagen, machen wir direkt weiter im nächsten Part. Ich würde diesen Part jetzt gerne beenden. Vielleicht ist er auch ein bisschen kürzer. Naja, normalerweise, wenn ich sage, vielleicht ist er ein bisschen kürzer, ist auch schon Überlegung und ich muss ihn noch ein bisschen stutzen. Aber ja gut, ich mache jetzt auf jeden Fall Schluss. Wenn er zu kurz ist, verzeiht es mir. Lasst ein Abo da. Lasst ein Like da. Wie immer, selbe Prozedur wie jeder Part. Und man sieht sich. Gehabt euch wohl, habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Ja, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Teilt dieses Video. Und ja, haut wie immer rein.